willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, wir sprechen mal darüber, ob ich jemals bereut habe, etwas aussortiert zu haben. Die meisten von euch schreiben mir nämlich immer wieder, dass sie sich nicht trauen, so viel auszusortieren, weil sie Angst haben, dass sie das irgendwann wieder nachkaufen müssen. Deswegen habe ich in Instagram eine Umfrage gestartet und habe euch gefragt, was ihr denn denkt von all den Dingen, die ich aussortiert habe. Und von all den Dingen, die ich euch gezeigt habe in YouTube, ob da was dabei ist, von dem ihr denken würdet, dass ich es auf jeden Fall bereue. Eine Sache, die super, super, super oft genannt wurde in den Kommentaren bzw. in der Umfrage, ist mein Schminktisch bzw. sogar auch der Stuhl zu meinem Schminktisch, weil ich ja jetzt auf dem Boden sitze, wenn ich mich schminke. Die Realität ist nein, ich vermisse es gar nicht. Es liegt aber vor allen Dingen daran, dass es mich überhaupt nicht stört, auf dem Boden zu sitzen. Das ist für mich nicht unbequemer, wie auf einem Stuhl zu sitzen. Also egal, ob ich mich dabei schminke oder ob ich esse oder ob ich irgendwas anderes tue, ich sitze gerne auf dem Boden. Und deswegen ist es für mich überhaupt keine Einschränkung im Komfort. Ich kann aber voll verstehen, dass man nicht auf dem Boden sitzen will. Und ich kann auch verstehen, wenn sich das im Alter etwas ändert. Deswegen ist mir durchaus bewusst, dass das nicht für jeden etwas ist. Bei mir persönlich ist es so, ich vermisse überhaupt nicht den Komfort zu sitzen und ich mag es gerne, ich finde es irgendwie gemütlich auf dem Boden zu sitzen. Zweitens, mein Föhn. Auch mein Föhn habe ich kein einziges Mal vermisst. Ich habe in einem Video letztens erwähnt, dass ich mir vielleicht mal die Haare geföhnt hätte an dem Tag. Da habe ich mir nämlich morgens vor der Arbeit spontan die Haare gewaschen. Ich bin eigentlich eher so ein Abendsduscher und Abendshaarewascher. Deswegen, ich gehe mal mit nassen Haaren ins Bett und am nächsten Morgen stehe ich auf und meine Haare sind trocken. Deswegen brauche ich keinen Föhn. Ich habe auch im Urlaub noch nie einen Föhn dabei gehabt, noch nie einen Föhn benutzt. Und deswegen vermisse ich ihn natürlich auch nicht. Ich kann voll verstehen, wenn man eine andere Haarstruktur hat und man muss sich die Haare föhnen, weil die sonst komisch aussehen, dann ist das natürlich eine andere Situation. Für mich ist es so, meine Haare sehen immer so aus, wie sie aussehen. Ich muss damit gar nichts machen. Ich kämme sie einmal durch nach dem Waschen und das war's. Dann wurde meine Indoor-Gießkanne erwähnt. Also ich hatte so eine ganz schmale, dünne Gießkanne für in der Wohnung, um die Pflanzen hier drinnen zu gießen. Und es wurde vermutet, dass ich die vermisse, weil wenn man mit Gläsern Pflanzen gießt, dass es dann überschwappt. Also, der erste Grund, warum ich es nicht tue, ist, weil die meisten meiner Pflanzen haben so große Töpfe, dass ich da nicht irgendwas reinjonglieren muss, sondern ich kann es einfach auskippen und es geht nichts daneben. Bei Blumentöpfen, die ein bisschen kleiner sind, kann ich auch immer noch eine Karaffe verwenden, die ich auch zum Trinken benutze. Oder ich nehme einfach ein kleineres Glas. Oder ich nehme zum Beispiel auch den Brita-Filter, den ich habe. Ist also alles bisher kein Problem gewesen und ich habe die Gießkanne dementsprechend nicht vermisst. Vor allen Dingen habe ich nicht vermisst, wie sie immer ganz präsent hier im Wohnzimmer stand. Ich wurde gefragt, ob ich die Kommode vermisse, die hier stand. Auch gar nicht, absolut gar nicht. Der Punkt ist, dass all die Sachen, die da drin waren, die habe ich eigentlich sowieso nicht benutzt. Das war mehr so eine Mini-Rumpelkammer auch. Deswegen fehlt mir der Platz zum einen nicht. Mir fehlen auch nicht die Sachen, die drin waren. Und mir fehlt es auch nicht im Raum. Viele, die länger nicht hier waren und das erste Mal zu Besuch sind, sagen, oh, bei euch ist aber schon ein bisschen leerer geworden. Aber ich habe mich schon so dran gewöhnt. Für mich fühlt es sich jetzt ganz normal an. Und ich finde, das Wohnzimmer fühlt sich auch viel sauberer an, weil man viel besser den Boden saugen kann. Es gibt keine Ecken mehr, wo sich Spinnenweben sammeln können, so einfach. Wir hatten da ja auch auf jeder Seite noch eine Pflanze stehen. Und mit dem Hund, das ist immer sehr anfällig dafür, dass sich überall die Hundehaare sammeln. Und so ist echt viel besser, viel sauberer, viel luftiger. Und wir konnten ja auch den Tisch drehen. Das heißt, jetzt hat man auch, wenn man hier sitzt, den Blick raus auf den Balkon. Und auch das ist viel angenehmer, wenn man hier sitzen kann und den freien Blick nach draußen hat. Ich wurde gefragt, ob ich Schuhe oder High Heels vermisse, die ich aussortiert habe. Und tatsächlich gar nicht. Speziell High Heels eigentlich nicht, weil ich habe die meisten High Heels gekauft, weil mir die Optik sehr, sehr gut gefallen hat. Aber ich habe natürlich überhaupt nicht darauf geachtet, wie der Tragekomfort war. Und wenn ich ein schickeres Event hatte, zu dem ich High Heels angezogen habe, habe ich meistens die bequemsten gewählt. Und die bequemsten sind auch die, die ich jetzt noch besitze. Das heißt, all diese super fancy High Heels, die ich weg habe, hätte ich eh nicht angezogen zu den Events und deswegen vermisse ich sie auch nicht. Ich hatte jetzt erst wieder eine Hochzeit und da habe ich wieder die gleichen beigen High Heels angezogen, die ich schon mit 16 angezogen habe, weil die einfach so bequem sind. Dann wurde meine braune Handtasche erwähnt. Die braune Handtasche, ich musste erst mal nachfragen, welche gemeint war und dann habe ich nochmal so ein altes Taschenaussortiervideo rausgesucht
Und ich konnte mich einfach nicht mehr erinnern, welche braune Tasche da gemeint war. Ich glaube, dass es diese hier ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich da sehr gehadert habe. Aber ich habe es kein einziges Mal vermisst. Und irgendwie, das wundert mich tatsächlich selber, weil ich inzwischen sehr viel Beige- und Brauntöne trage. Aber ich trage im Alltag eigentlich gar keine Handtaschen mit dieser Größe. Ich trage eigentlich immer eine viel, viel kleinere Handtasche, wo nur mein Handy und mein Geldbeutel reinpasst. Das ist auch der Grund dafür, glaube ich, warum ich sie tatsächlich nicht vermisst habe, weil sie hatte eine schöne Farbe und alles und sie passt gut zu meinem Stil. Aber sie war von der Größe her einfach nicht das, was ich im Alltag trage. Meine Nagellacke. Ich wurde gefragt, ob ich nicht bereue, dass ich alle Nagellacke weggetan habe und nicht wenigstens ein oder zwei behalten habe. Tatsächlich habe ich einmal darüber nachgedacht, dass ich mir wahrscheinlich für die Hochzeit die Fußnägel lackiert hätte. Aber dann dachte ich mir, also erstens ist es unnötig, weil wahrscheinlich keinem auffällt, ob ich Nagellack auf den Füßen trage oder nicht. Zweitens fühle ich mich ohne genauso wohl wie mit. Und drittens hat es ja auch immer zur Konsequenz, dass man nicht nur diese ein, zwei Fläschchen behalten muss, sondern auch die Wattepads und den Nagellackentferner. Und den Unterlack und den Überlack. Weil sonst werden ja die Nägel gelb oder es hält nicht so lange. Und ich bin froh, dass ich diese Masse an Sachen los bin und ich denke, mich würde das nerven, wenn ich zwar zwei Nagellacke hätte, aber dann noch vier weitere Produkte, nur um die zwei Nagellacke benutzen zu können. Und wenn wirklich, wirklich, wirklich das Event des Jahrhunderts kommen sollte, also zum Beispiel ich würde heiraten, was nicht nochmal passieren wird hoffentlich, dann würde ich halt ins Nagelstudio gehen und würde mir Shellack machen lassen und würde es wahrscheinlich voll genießen. Klar kostet es dann ein bisschen mehr, aber kostet auch nicht mehr als drei Essie-Nagellackfläschchen, die ich früher einfach mal eben so im Vorbeigehen mitgenommen habe im DM. Ich glaube, ich würde es sehr genießen. Ich würde mich fühlen wie in einer Wellness-Anwendung und ja, natürlich finanziell ist es nicht wirklich zu vergleichen. Also sich zweimal im Jahr Shellack machen zu lassen, ist wahrscheinlich schon teurer als Nagellack zu besitzen. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ich denke, wenn, dann würde ich eine Experience draus machen. Oder ich lasse es halt einfach, wenn ich keinen Bock habe. Von dem her, ich bereue es gar nicht, weil ich froh bin, dass diese Kiste nicht mehr bei mir rumsteht. Aber es gibt durchaus Events, wenn ich noch einen hätte, hätte ich ihn benutzt. Ganz oft wurde genannt Küchenutensilien. Ich weiß nicht genau, welche Küchenutensilien damit jetzt gemeint sind. Ich habe so viele Küchensachen weg, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich verlinke euch mal diese ganzen Videos unten, wo ich immer die ganzen Zimmer durchgegangen bin. Ich habe in der Küche noch gar nichts vermisst. Man muss allerdings auch mit in Betracht ziehen, dass ich ja nicht diejenige bin, die kocht, sondern mein Mann kocht. Aber ich habe ihn vorhin extra noch gefragt, ob es irgendwas gibt, was er vermisst und er hat gesagt nein. All diesen ganzen Krempel, den ich weg habe, den habe ich eh nicht benutzt. Ich dachte, dass ich vielleicht den Toaster vermissen werde, aber nicht mal den. Weil wenn ich irgendwie was Warmes, Brotiges will, dann hole ich mir Aufbackbrötchen und mache die im Ofen warm. Dann habe ich auch diese warme Brot-Experience. Und ansonsten kann ich mich nicht mal erinnern, was ich alles weg habe. Stifte bzw. Kugelschreiber habe ich bisher noch nicht bereut, weil ich aber auch immer noch sehr, sehr viel habe. Ich habe im letzten oder vorletzten Video gesagt, dass ich nur noch einen Kuli habe. Und ich glaube, ein paar von euch haben das so interpretiert, dass ich nur noch einen Stift insgesamt hätte. Das war vielleicht ein bisschen missverständlich, das stimmt so nicht. Ich habe einen Kuli, zwei Bleistifte und ich habe noch einen Haufen Fineliner und einen Haufen Textmarker und einen Haufen Watercolor-Stifte. Das heißt, wenn ich malen möchte mit Farbe, kann ich das schon noch machen. Deswegen vermisse ich auch meine Kugelschreiber nicht, weil ich kann auch mit allen möglichen anderen Farben schreiben. Mir wurde auch gesagt, dass ich es bereuen werde, wenn mein Kugelschreiber leer ist. Aber das glaube ich nicht, weil dann nehme ich einfach einen Fineliner oder ich leihe mir schnell den Kugelschreiber von meinem Mann aus und dann kaufe ich mir einen, der mir gefällt und der mir gut in der Hand liegt und wo die Mine schön funktioniert und wo mir die Farbe gefällt. Es wurde geschrieben, dass ich bestimmt meine Schneestiefel in einem zukünftigen Urlaub vermissen werde. Auch das glaube ich nicht, denn ich habe diese Schneestiefel nur ein einziges Mal 2014 bei einem Urlaub in Norwegen benutzt. Ich bin eher der Wärmetyp. Ich gehe gern eher Richtung Meer und Sonne als Richtung Eis und Schnee. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nochmal einen Schneeurlaub machen werde. Ich fahre auch keinen Ski oder so. Und selbst wenn, dann hätten mir diese Schneeschuhe da auch nicht geholfen, dann bräuchte ich Skischuhe. Außerdem glaube ich wirklich, wirklich, wirklich gar nicht, dass ich die vermissen werde, weil die waren mir viel zu groß. Also ich habe eigentlich 39 und die waren 41, weil mein Papa damals zu mir gesagt hat, ich soll zwei Übergrößen kaufen und dann ganz viele Socken anziehen. Und wir hatten damals, ich glaube, minus 20 Grad. Und das war auch vollkommen gerechtfertigt, aber das bedeutet natürlich auch, dass ich die Schuhe nur in so einer Situation hätte anziehen können, wo
wo es so kalt ist, dass ich wirklich mehrere Paar Socken auch übereinander anziehen muss und so richtige Thermokleidung, so minus 20 Grad oder so. Und ich glaube wirklich nicht, dass das nochmal vorkommt in meinem Leben. Und falls doch, dann kann ich mir sicherlich auch irgendwo welche leihen. Das Palm-T-Shirt. Wer erinnert sich an meine Palmenphase? Ich hab's immer noch an. Nein, es ist immer noch da. Und ich liebe es. Ich hatte es letztens erst an für ein Video. Also diesen Monat hatte ich es erst an. Es ist so wunderbar. Ich hatte sehr viel Kleidung mit Palmen drauf. Tatsächlich habe ich es nicht wirklich vermisst. Ich habe so ein bisschen vermisst, ein T-Shirt in dieser Art und Weise zu haben. Also ein Freizeit-T-Shirt, das locker geschnitten ist, das zu allen möglichen Hosen passt und das irgendwie ein bisschen auffälliger ist. Inzwischen habe ich gar keine solchen Teile mehr. Ich habe noch ein so ein grünes, geripptes T-Shirt, das kennt ihr sicherlich auch. Das hat das Palm-T-Shirt so ein bisschen ersetzt, obwohl es nicht locker ist. Ich habe es nicht bereut. Ich habe es wirklich nicht bereut. Ich hätte vielleicht noch die eine oder andere Situation gehabt, wo ich es vielleicht angezogen hätte. Aber ernsthaft bereut habe ich es nicht. Die orange Adidas-Jacke. Das haben sogar auch mehrere geschrieben, dass sie glauben, dass ich diese Jacke bereue, aussortiert zu haben. Die ist sogar noch in meinem Schrank, die habe ich noch nicht verkauft. Ich habe sie noch nicht wieder rausgeholt. Liegt vielleicht auch daran, dass es super heiß ist gerade. Ich habe diese Jacke wirklich nonstop getragen, weil sie sehr easy war, einfach drüber zu ziehen. Ich muss allerdings sagen, ich sah sehr oft aus wie ein Clown, weil ich einfach auch oft dann bunte Jogginghosen anhatte. Dann diese knallorange Bomberjacke. Ich mag den Schnitt an mir eigentlich schon, aber ist nicht mehr so richtig mein Style. Seit die weg ist, wenn ich eine Jacke in dem Kältegrad gebraucht habe, habe ich meine Lederjacke angezogen. Und ich muss sagen, es hat so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mich nämlich viel besser angezogen gefühlt und mein Coolness-Faktor war instant wesentlich höher als mit dieser orangen Jacke. Noch dazu kommt, dass ich Adidas nicht mehr weiter so richtig unterstützen möchte, auch nicht mit Logos, die ich offen trage, weil die kommen ja von hier, ich bin ja aus Erlangen und die sitzen ja in Herzing. Die sind auch nicht weit weg und deswegen kriege ich hier lokal auch relativ viel mit von Adidas. Kein Fan. Kein Fan. Deswegen war auch ein Grund wegen dieser Marke, dass ich die Jacke weggegeben habe und entsprechend habe ich es auch nicht bereut. Mir wurde geschrieben, dass ich bereuen werde, meinen Augenbrauenpuder aussortiert zu haben, weil der Augenbrauenstift, den ich gekauft habe von Catrice, der sehr schnell leer geht und ich den sehr oft werde nachkaufen müssen. Bisher ist er noch nicht leer, das kann natürlich sein. Als ich diesen Augenbrauenstift in dem Video in der In-and-Out-Bilanz gezeigt habe, haben mir tatsächlich sehr viele geschrieben oder kommentiert, dass sie den Stift auch schon mal hatten und dass der gar nicht lange hält. Das sind natürlich Sachen, die kann man vorm Kauf nicht wissen, aber sollte der jetzt wirklich demnächst leer gehen, dann werde ich mir halt einfach einen anderen Augenbrauenstift kaufen. Und mir ging es ja nicht darum, dass es speziell jetzt dieser eine Augenbrauenstift ist, sondern mir ging es darum, dass ich für das Augenbrauenpuder einfach drei Sachen gebraucht habe. Ich habe das Puder gebraucht, ich habe einen Pinsel gebraucht und dann habe ich nochmal ein extra Bürstchen gebraucht zum Verteilen und dann eigentlich auch noch ein Augenbrauengel. Und mit so einem Stift mit einer wachsigen Konsistenz, wo auf der Rückseite ein Bürstchen dran ist, brauche ich halt nur ein Teil statt vier. Und deswegen, selbst wenn der schnell leer geht, werde ich das trotzdem nicht bereuen, denn ich werde mir einfach einen besseren Stift aussuchen, wo mehr drin ist. Aber ich werde auf keinen Fall zurückgehen zu dem Augenbrauenpuder mit diesen vier Teilen für eine Sache. Die Scheren. Ich habe in einem vergangenen Video erzählt, dass ich nur noch eine Schere besitze. Ich sollte das auch besser spezifizieren. Ich habe eine normale Schere und eine Nagelschere. Und wir reden jetzt hier von den normalen Scheren. Also ich habe eine quasi für Küche und Büro und Pakete aufmachen, also für alles quasi. Und bisher hat es mich jetzt nicht gestresst. Es wurde kommentiert, dass man doch die Schere dann immer erst suchen müsste. Aber der Charme am Minimalismus ist halt, dass man genau weiß, wo seine Dinge sind, weil man von jedem nur eins hat und es deswegen eigentlich gar keine Unordnung mehr gibt. Zumindest ab einem gewissen Grad. Und deswegen werde ich nie an den Punkt kommen, wo ich die Schere suche, weil auch mein Mann eigentlich ordentlich ist und die Sachen immer an ihren Platz zurücklegt. Und deswegen die 2 Meter die Schere zu holen, wenn ich irgendwas brauche, hat mich noch nicht gestört. Der Kaschmir-Pullover. Ich kann verstehen, woher der Gedanke kommt, weil das war wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Pullover und der hat sich total toll angefühlt. Und ich habe den auch sehr, sehr gerne getragen. Der Grund dafür, warum ich es nicht bereue, ist, weil der einfach nicht richtig gesessen hat. Ich musste immer an dem rumzuppeln und ich wusste, dass er sich dann hier vorne so aufbauscht und dass das eigentlich nicht gut aussieht. Und wenn ich dann Fotos von mir gesehen habe, dann dachte ich mir immer, wieso hast du den nicht wieder runtergezogen? Und deswegen bereue ich es auf keinen Fall, weil der war einfach nicht passend für meinen Körper.
eine schwarze Hose. Ich bin mir nicht sicher, welche schwarze Hose da gemeint ist, aber ich sortiere regelmäßig schwarze Hosen aus. Für viele ist es eine Uniform, schwarze Hose mit irgendeinem Oberteil, keine Ahnung. Kann ja alles Mögliche sein. Ich bin tatsächlich nicht so der schwarze Hosentyp. Ist vielleicht komisch, weil ich jeden Tag ein schwarzes Top anhabe. Aber ich drücke mich mehr über meine Hosen aus. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Die meisten machen das, glaube ich, über ihre Oberteile. Bei mir ist es so schlichtes, enges Oberteil und dann voluminöse, extravagante Hose. Ja, deswegen habe ich es nicht vermisst. Ist einfach nicht mein Ding irgendwie. Ich habe noch eine Blue Jeans, ich habe noch zwei Blue Jeans im Genau. Also ich habe noch viele Hosen, ich habe viele Jeans auch noch. Ich habe eine schwarze zerrissene Hose, in die ich gerade nicht mehr reinpasse. Ich kann verstehen, wenn ihr jeden Tag eine schwarze Hose tragt und ihr würdet die wegtun, würdet ihr es bereuen. Das glaube ich auch. Aber ich tue es halt nicht. Urlaubssouvenirs. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Urlaubssouvenirs ich tatsächlich weggetan habe und aussortiert habe. Ich kann mich nicht mehr so richtig zurückerinnern. Wenn ich dieses Video schneiden werde, dann werde ich mal nach alten Videoclips suchen und guck mal, ob mir das dann wieder einfällt. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, was es war, habe ich es nicht bereut. Also, ich habe es nie vermisst. Ich habe nie an irgendwas gedacht und dachte mir, oh, das hast du nicht mehr. Kam noch nie vor. Nie. Gartensachen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, welche Gartensachen ich aussortiert habe, ehrlich gesagt. Kann nichts Wichtiges gewesen sein. Das Einzige, was ich benutze im Garten, sind natürlich meine Töpfe, ist klar, wo die Pflanzen drin sind. Ich benutze eine Rosengabel, wenn das so heißt. Und ich benutze einen Clipser, also eine Zange, um Zweige abzuschneiden. Und drittens benutze ich eine Gießkanne. Und sonst benutze ich gar nichts. Das heißt, eigentlich kann da auch noch viel gehen. Gut, Schnüre. Ich benutze schon Schnüre, um Sachen festzubinden. Aber das habe ich sicherlich nicht aussortiert. Und das letzte, Kinderbücher. Viele haben geschrieben, vor allem bei Kinderbüchern, wenn ich selbst Kinder habe. Ich plane nicht, Kinder zu haben, deswegen denke ich nicht wahrscheinlich, dass diese Situation eintrifft. Aber selbst wenn doch, ich habe ja nicht alle Kinderbücher weg. Ich habe, um genau zu sein, sogar sehr, sehr viele Kinderbücher behalten. Ich habe nur die Kinderbücher weg, die ich am wenigsten mochte. Also von 20 Kinderbüchern habe ich, ja, ich glaube, es waren mehr. Ich glaube, ich hatte so 25 und ich habe vielleicht so 7 Stück weg oder so. Also die, die mir richtig, richtig wichtig waren, die habe ich behalten. Und bei den anderen, als ich die aus dem Keller geholt habe, hatte ich ehrlich gesagt schon vergessen, dass ich die noch habe. Und die mochte ich schon als Kind nicht so gerne wie die anderen. Deswegen werden mir die auch als Erwachsener nicht fehlen. Das waren alle Sachen, von denen ich dachte, dass ich bereut hätte, sie auszusortieren. Wie ihr sehen könnt, ich habe gar nichts bereut. Was schon ein bisschen erstaunlich ist. Also es hätte schon durchaus sein können, dass das eine oder andere tatsächlich dabei ist. Auch wenn ich jetzt an Sachen denke, die ihr nicht genannt habt. Es gibt gar nichts. Es gibt absolut gar nichts, was ich bereue. Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Dinge, von denen ich mich noch erleichtern möchte, wo ich bloß noch nicht das richtige Zuhause für die gefunden habe. Und für alle, die unbedingt sich minimieren wollen, aber einfach nicht loslassen können, fangt erstmal mit den leichteren Sachen an und es wird wirklich, es geht immer einfacher mit der Zeit. Man kommt in so einen Flow und irgendwann macht man die Erfahrung, dass man es wirklich nicht bereut. Und erst wenn man das selber erlebt hat, dann glaubt man es erst so richtig. Aber der Punkt wird kommen, stresst euch nicht, alles mit der Ruhe. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!